So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen. Es ist 3.30 Uhr. Ja, wir haben ein bisschen Sachen weggeräumt und nicht Wasser eingekocht und andere Sachen hier gemacht. Wir haben das Eisen hier reingeworfen. Wir haben die Wrench mitgenommen. Wir haben das Messer mitgenommen. Ja. Das Rad. Ja. Ich nehme es mal mit. Das Problem ist, was ich herausgefunden habe, als wir hier ankamen, wir müssen das Rad selbstständig immer ausleeren. Das heißt, wir müssen mehrfach hin und zurückrennen. Ist jetzt nicht so geil. Oh, und wir haben noch ein bisschen Hunger. Die zwei Essen, die ich mit habe, sind für unterwegs. Was essen wir? Ah, komm. Wir haben so viele davon und wir haben noch so viel Fleisch. Und wenn es verrottet, gut, dann holen wir neues Fleisch. Pfeile habe ich auch noch. Frisch 150. Und genau, bevor wir weitergehen, wir müssen noch was lernen. Und ich habe gesehen, wir haben ein kleines Problem mit den Samen. Eventuell gab irgendwo grüner Daumen oder sowas. Oh, Schädelbrecher, Chefkoch. Ich glaube vom Landleben oder so. Hier. Das Fertigen vom Beeten kostet weniger. Verdoppelt die Ernte vom wilden oder angepflanzten Feldfrüchten. Genau. Das lernen wir einfach. Und der nächste Tag bricht an. Also zum Beispiel, dass er hier die Leiter nicht runtergehen kann, sondern dass man sich dann umdrehen muss oder so. Das nervt mich schon ein bisschen. Aber gut. Na. Sehr schön. Ja, und ich habe noch was gesehen. Und zwar hatten wir noch dieses fette Vieh getötet. Und das hatte noch einen Rucksack. Der lag da hinten. Da haben wir uns in der Nacht dann runtergebaut, am Haus lang. Und ja, gucke an, da waren ein paar Bücher und Co. drin, das konnten wir auf jeden Fall gut verwenden. Und ja. Aber ja, die nördliche Stadt, um das nochmal abzuschließen, die ist zu weit weg, nicht? Das lohnt sich jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir fahren hier in den Süden, Südosten. Da war ein Working Stiff Tool, soweit ich mich erinnere, das können wir auch nochmal machen. Und hallo, Mkono, endlich ein Rad. So sieht's aus. Willkommen, willkommen. Wir sind die gemütlichen Radler. Oh. Wo war's? Oh. Also, der steigt auch irgendwie vom Rad ab und man guckt in eine ganz andere Richtung, als ich in echt dann natürlich absteigen würde, nicht? Ich habe was im Blick, steig ab und er guckt in die Richtung. Dann bin ich natürlich für ein paar Sekunden maximal verwirrt. So. Och, die Stadt war weiter im Osten. Ich vergesse es immer wieder. Ah, auf jeden Fall kein Vergleich zu vorher ohne Rad, nicht wahr? Wir sind doch schon einem Hund entkommen, obwohl er unser Bein angeknabbert hat, weil ich vergessen habe, den Schnellmodus einzulegen. Wir haben noch einen Händler entdeckt. Den müssen wir auch nochmal ansteuern. Okay, die Stadt ist doch weiter weg als gedacht. Das schaffen wir. Na, nicht vergessen, Stream, liken, subscriben. Ah, naja, weg ist das Nest. Weil wir mussten gerade neu starten, für die, die in der Aufnahme dabei sind. Manchmal machen Streams Probleme. Und das lenkt tierisch ab, wenn Technik nicht ordentlich funktioniert, ne? Ich weiß auch nicht, warum das auf einmal der Fall ist. So die letzten Wochen hatte ich nie Probleme. Aber wenn YouTube jetzt natürlich wieder rumzickt, dann weiß ich nicht, ob ich Lust habe, mich dem ans Bein zu binden only. Ich habe schon gedacht, dann noch neuere Multistreams und auf weiteren Plattformen gleich wieder zu versuchen. Mal gucken. Auf jeden Fall, was wir jetzt brauchen, ist Eisen. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Also ein Traktor könnte viel bringen, aber da ist auch hohes Risiko. Da habe ich nicht so viel Lust, was da so einfach aufspringt und mich töten will.
Okay, es bringt auch nicht viel. Haut er nur drauf. Aktuell suchen wir nur Eisen, genau. Das ist eigentlich so. Ah. Autos auseinandernehmen, das ist eigentlich eher das Sinnvollste. Oder so ein Bagger oder so, da gucken wir jetzt mal, was uns das alles bringt. Wobei ich den Working Stiffang eher stehen lassen wollte. Naja, mit dem Multistream, ich habe vorher Multi gestreamt, aber ich kann nicht auf Twitch... links klicken. Nicht auf Twitch gleichzeitig streamen und auf YouTube einen Chat anhaben. Das würde nicht funktionieren. Und Twitch, YouTube hat insofern gut funktioniert, weil YouTube sehr gut funktioniert hat. Weg damit. Hilfe! Ich war's nicht! Naja, lassen wir es mal hupen. Für die Nachbarn. Gefährlich, ja, weiß ich ja. Jetzt gibt's endlich mal ein bisschen Party in der Nachbarschaft. Hörst du das erste Mal? Guck. Hast noch nie sowas versucht wie ich. So. Ich höre es die ganze Zeit überall. Das ist eher jetzt das Problem. Entschuldigen Sie, aber ich kann nichts dafür, das Polizeiauto. Das ist nun mal so laut, wie es ist. Die Polizisten tun ihr Übriges. Also bitte, ja. Weil die wissen auch genau, wo man ist. Egal, wo man hingeht, nicht? Au! Aua! Wer war er denn? Und wo kam er her? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Au! Der kleine Kacker. Okay, es war wirklich eine gefährliche Idee. Halten wir das fest. Hier hast du deine Base auf dem Gebäude. Ah, guck an. Ein Spucker, ja, ekelhaft. Ich habe den einfach nicht gesehen. Entschuldigen Sie, die Baustelle ist leider nicht arbeitsgerecht. Sie müssen leider ihre Arbeit niederlegen, bevor, und die Menge beheben, nicht wahr? Gut. Oh, entschuldigen Sie. Aber die Baustelle wird geschlossen, und rumlungern ist hier nicht erlaubt. Hier ist doch wieder so eine halbe Portion drin oder so, nicht? Nö, gut. Oh oh. Wow. Wo ist mein Rad? Shit. Okay, das ist natürlich ungeil. Ach du Kacke. Wow. Ich sehe den nicht. Der ist irgendwie...
halb unsichtbar für mich. Das Zeug fliegt aber auch von dem, oder? Der frisst auch ordentlich Zeug. Oh. Erstmal will ich den da weg haben. Der nervt mich tierisch. Wow. Entschuldigen Sie, ich habe gerade zu tun. Ja. Aua. Shit. Der kann auch echt überall durchschießen, nicht? Wow, okay, das Zeug geht überall durch. Das ist natürlich echt mies. Dachte, ich bin hier sicher oder so. Das heißt, wenn wir nicht rechtzeitig ausweichen... ist aua. Jawohl. So ein Ding. Oh. Hat uns aber echt erwischt hart. Autschi. Entschuldigen Sie. Ich muss meine Pfeile einsammeln. Oh. Na, Polizeiteile wollte ich jetzt nicht einsammeln. Okay, merken wir uns, Polizeiauto gefährlich. Uff. Da, wo das Piss-Off draufsteht. Okay, das Gebäude kann ich identifizieren. Eieiei. Okay, das war anders wild. Hat uns auch eine leichte Infektion eingebracht. Nicht gut. Und ein Knieproblem. Aber hey, ich wollte auch mal ein paar Sachen ausprobieren, die ein bisschen risikoreich sind. Wir können ja nicht nur immer rumstehen. Wir müssen auch Dinge ausprobieren. Ist das Polizeiauto jetzt sicher? Zum Glück hat unser Rad hoffentlich nichts abbekommen. Ah, okay, 10%. Da stehen dann noch mehr rum. Okay, es macht immer noch Geräusche. Ja, dann wird es Geräusche machen. Bis zum Rest seines Lebens. Müsste sicher sein. Ja, gut. Aber es ist laut. Das nervt. Oh. Der hier müsste eigentlich Loot Respawn gehabt haben. Verdammt, ich wollte sie treffen, wenn sie noch liegt. Guten Morgen. Guten Abend. Der Laden hat zum Glück, glaube ich, alle Türen offen. Oder gehen ihn zu? Nö, oder? Liegen nur die Zombies denn wieder... Ja.
kenne nur meine Pappenheimer. Gut, in der Toilette werde ich nichts finden. Die Alarmanlage abbauen? Ja, gut. Aber ich will da nicht hin, weil es laut ist. Gibt es nicht Ohrenschützer oder sowas? Ja, die Regale sind noch nicht reloaded. Schade. Na, Farbe immerhin. Habe ich nicht noch irgendwas mit Medizin oder so gefunden? Naja. Aber ein Level up. Das ist doch schon mal gut. Oh Mann, 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 Mann. Zerlegen, den brauchen wir auch nicht. Ja, ja, da ist nämlich ein Hund. Da habe ich nicht so Lust drauf. So. Jetzt kann er kommen. Jetzt bin ich vorbereitet. Oh, vielleicht sollte ich mein Rad einpacken. Oh. Ich glaube, er kommt eh nicht mehr raus. Aber wir können mal gucken. Wir haben sogar viele Bücher bekommen, solange wir warten. Ja, schon mal nicht schlecht. Okay, wir können auf jeden Fall was trinken, nicht wahr? Das tut ja nicht weh. Da sind sie, oder? Steht da nicht einer? Sieht aus, als ob da einer steht. Aber wenn ich jetzt dichter gehe, kommt der Hund. Und ich habe einen gebrochenen Arm. Ja, das ist ja... Das können wir jetzt zu Hause behandeln. Ich meine, es ist 9 Uhr. Ich habe nur Schiss, dass der Hund halt doch noch ankommt. Wo ist das Hühnchen? Komm zu Papa. Innen drin oder was? Na klasse. Oh. Was heilen die? Gehirnerschütterung, Betäubung. Ah. Machen sie doch nicht so einen Krach, sie locken die Nachbarn an. Ich habe immer Angst, dass der Hund von hinten ankommt. Hm. Was haben wir hier? Ah, da sind sie. Ja. Upsi. Es ging schneller, als ich gedacht hätte. So langsam geht's auch mit dem Treffen. Eine Schiene bauen, ja, aber ich habe ja Schienen zu Hause. Da baue ich mir jetzt unterwegs keine Schiene. Der kann auch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Das ist ja hier kein Weichei.
Hey. Wow. Vielleicht finden wir ja noch eine. Noch ein Buch. Aber ich glaube, wir müssen... Ja, da ist nur das drin. Ich glaube, wir müssen so oder so zurück. Weil wir recht voll sind, nicht wahr? Noch mehr. Ach, da unten. Habt ihr einen Schläfchen gehalten? Ihr solltet arbeiten in der Werkstatt. Nix tut da. Faulpelzi. Ich spreche eine sofortige Kündigung. Ey. Eine sofortige Kündigung aus. Irgendwie. Na, manchmal zieht der Bogen nicht. Kennt ihr das Problem? Man drückt und es passiert nichts. Man drückt und auf einmal schießt er. Ah, so. Kündigung ist ausgesprochen. Ich würde sagen, die ist dauerhaft. Weg mit denen. Gute Arbeiter sind so schwer zu bekommen heutzutage. Lautsprecher. Okay. Nee, nicht Rezepte. Oh. Was ist das hier? Das dauert sehr lange. Will ich das? Nein. Ich habe mich dazu entschlossen, es nicht zu wollen. Da ist nämlich eine Hundehütte. Will ich das? Ja, hier kommen wir auf jeden Fall raus. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal nach Hause fahren. Alles abliefern. Jetzt haben wir ja ein Rad, nicht? Dann können wir auch schnell mal nach Hause zurück. Geben alles ab, heilen uns einmal durch, kommen zurück und dann looten wir wieder weiter. Mann, wer hat denn da das Polizeiauto angelassen? Wirklich. Was für eine Gegend wohne ich denn hier? Oh. Wow. Also, das Radfahren ist auch auf jeden Fall anders wild in diesem Spiel. Was für eine Nachbarschaft. Das war früher hier alles besser. Und dann kamen die Zombies. Mann, Mann, Mann. Ja, super. Wasser drin. Wenn ich alles so viel hätte wie Wasser und Essen, wäre ich ein glücklicher Überlebender. Im 4x4 Truck, ja gut, der ist noch in weiter, weiter Ferne. In einer fernen Zukunft, in einer entfernten Galaxie. Da können wir vom 4x4 Truck reden. Dum, dum, dum. Ich meine, wir haben gerade mal das Level fürs Fahrrad. Aber wenn wir nicht durch Zufall die Teile finden... Oh, das ist natürlich gut. Ja, in der Stadt wieder. Naja, perfekt. Oder? Oh, das könnte schon fast verbranntes Biom sein. Oh no, dann bleibt die Kiste da liegen. Weil da sind Hunde. I don't like dogs in this game. No dogs for Columbine. Du, 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 du.
Mann, das Rad fühlt sich an, als ob es einen Platten hat. Mann, so viel Nester. Aber ich kann halt nicht so schnell anhalten. Das Rad ist halt nicht realistisch, nicht? Das ist so ein bisschen schade, so dass man schneller abbremst. Der fährt einfach Kilometer weiter. Finden kann man die nicht. Mechaniker-Level bekommt man mehr Bücher fürs Auto. Ja, ich hätte jetzt auch hier noch was reinpacken können, nicht? Aber dann hätte ich es auch wieder auspacken müssen. Irgendwie. Ja, das lohnt sich, wenn man eine Garage oder so hat. Oder im Notfall. Wenn man was wirklich Gutes findet. Oh. Endlich ein Fortbewegungsmittel. Hallo jemand. Ja, aber es bringt eher mehr Gefahr mit sich, als wirklich, dass es hilft. Weil man sehr leichtsinnig wird, oder ich werde sehr leichtsinnig durch das Rad. Kaffee ist auch voll, wow. So, die Schiene. Kann man mal benutzen. Und was half noch gegen Infektion? Der Honig. Nicht nehmen. Oh Mann. Das sieht eher aus wie benutzen als das Benutzenzeichen. Okay. Noch mehr davon. Noch mehr davon. Da können wir alles zurückpacken. Eisen, das sind Mods, Mods, Anzi, Anzi, Mods, Mods, Mods. Das können wir zerlegen und das sind Pfeile, die können wir weglegen. Okay, das da rein. Den Knochen da rein. Du hier rein und ich glaube, naja, eigentlich nicht. Und der Rest eigentlich hier rein. Ah. Ich brauche, glaube ich, so viele Motoren gar nicht. Könnten wir auch dann zur Not auseinandernehmen. Alles klar, alles aufgefüllt. Essen haben wir noch. Bogen haben wir noch. Sehr schön. Dann können wir wieder raus aufs Feld und wieder zurück in die Stadt. No risk, no fun. So heißt das. So ist es. Wenn man dann wenigstens belohnt wird vom Spiel, nicht, dann ist es auch nochmal was anderes. Lautsprecher ist nicht zum Anziehen. Naja, da sind so Bauteile eher drin in der Kiste. Alle Sachen, die keine reinen Mods sind oder so. Keine Ahnung, ob das eine sinnvolle Aufteilung ist. Wird sich zeigen. Wir werden eh irgendwann ein Lager bauen, nicht? Wo alles einzelne Kisten oder so kriegt. Oder noch gezielter sortiert ist. Jetzt sind ja Teile mit Mods und Co. zusammen. Ah, dann machen wir eine Kiste für Auto, eine Kiste für, weiß nicht, Bogenteile oder so. Vielleicht benutzen wir die Sachen auch mal. Wäre auch eine Möglichkeit, nicht wahr? So. Wieder Pfeile mitnehmen. So, ich würde sagen, 29 Minuten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich fahre dahin. Wir sehen uns. Bis gleich.